Das letzte Spiel der Aufnahme. Liverpool gegen Northampton. Platz 1 gegen Platz 5. Barclays Premier League. Und Ian Lowcroft kann sich heute wohl auf ein bisschen Arbeit einstellen, denn die beiden Mannschaften werden sich heute nichts schenken. Zumindest würde es mich sehr wundern, wenn dem so wäre. Für Liverpool geht es um viel. Sie können mit einem Sieg hochspringen auf Platz 3. Northampton braucht einen Unentschieden, um Tabellenführer zu sein. Aber ein Sieg wäre natürlich noch besser, wenn man mal ganz ehrlich ist. Liverpool in gewohnt Rot. Daheim von links nach rechts beginnt hier erstmal Morgan. Vorteil wird nicht zu einem Freistoß. Northampton wartet clever ab. Ja, kann die Northampton Abwehrkunst denn auch heute wieder zuschlagen oder wird es gefährlich? Es wird gefährlich, Morgan! Viel von Abwehrkunst war da nicht zu sehen. Aber Sie wissen natürlich, was gemeint ist. Die Northampton Abwehrkunst ist, ja, vor allem in den letzten Spielen einfach präsent. Sie ist da, sie ist berüchtigt. Und dagegen musst du einfach erstmal ankommen. Noni, oh, Hooper, toll gesehen. Flankenwechsel. Nichols. Schade, war ungewöhnlich gespielt, war gut. Also ungewöhnlich heißt ja nicht automatisch schlecht, ganz klar. Hat sich Loni viel zu, oder nicht, war nicht, glaube ich, nicht mal Loni, aber irgendwer hat sich da viel zu früh gelöst. Und Emerton. Sein Kampfeswille, oder generell der Kampfeswille der Northampton, wird heute wieder entscheiden. Loni schön, voll an die Füße. Wird heute wieder eine entscheidende Größe im Spiel sein, das ist klar. Oh, 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 Loni. Den hat er gerochen. Also den Ball jetzt. Was soll er sonst gerochen haben? Deegan. Kriegt er den noch? Ja. Emerton. Gut. Loni. Hooper. Das geht Ecke. Die Gary Deegan treten darf. Nichols. Der war dick. Den muss Mignolet erstmal haben. Aber er hat ihn. Und Liverpool, oder generell weiter der Stand 0-0. Grätsche sicher. Ja, hätte man als Hand interpretieren können. Finde ich, aber hat der Schiri nicht, okay. Snetka, wichtig. Ganz wichtig, Snetka. Und andere Richtung, Hooper. Schick Deegan, super. Gary Deegan! Es musste mal was gehen jetzt. Hornby. Nochmal Tosa. Aber Mignolet gar keine Probleme. Tosa ist groß, aber nicht wirklich kopfballstark, leider. Was irgendwie so ein bisschen kontrovers ist, aber... Präzision und Abstimmung ist... Ja, man merkt da deutliche Diskrepanzen im Vergleich zu Noni. Das ist aber auch kein Wunder. Tosa! Also jetzt hat Mignolet Arbeit. Jetzt wird er auch nicht unterbezahlt. Wenn ich das so sehe, wird er auf keinen Fall unterbezahlt hier heute. Loni. Unhaltbar! Es wird ganz, ganz leise an der Stamford Bridge. Schönes Tor. Schönes Tor und T. Loni ist der Nutznießer. Macht nach, ja, kann schon fast sagen, seiner Ecke das Ding rein. Gary Deegan. Ja, da wollten sie sich schön durchkombinieren. Aber Liverpool ist eben kein Dorfverein, dem man sowas andrehen kann. Das war ein Foul. War kein Foul, okay. Also hätte ich deutlich als Foul gepfiffen. Wahnsinn, wie leid. Hört sich mal an, das sind keine Fangesänge mehr fast. Ist es ein Bug im Spiel oder sind die wirklich so kaputt jetzt? Machen jetzt nochmal wieder Stimmung. Richtige Einstellung. Gefährlich, Morgan. Snetkas da. Eine wichtige Größe im Northampton Spiel. So, Dani Pacheco. Ganz, ganz leise. So laut habe ich den Ball noch nie gehört. Gary Deegan, Ecke. So laut habe ich den Ball, alle Schüsse und sonst was noch nie gehört. Das muss Liverpool wirklich stark getroffen haben. Oder FIFA gehen inzwischen die Stadiongesänge aus. Ich weiß es nicht. Snetka, Tempo.
Ab geht's, Hornby. Ja, da wollen sie jetzt schön doppelt kombinieren. Machen das gut, machen das schön. Aber der Ball auf Loni war zu einfach, als dass er wirklich realistisch gefährlich werden könnte. Ball gespielt. Und da geht Emmert nicht mit. Dann wirft Liverpool. Das Halbzeitergebnis könnte so im Großen und Ganzen schon stehen. Rein gefühlsmäßig. Die Frage ist, wie werden sie danach damit umgehen? Oder wird es wirklich das Halbzeitergebnis? Und wenn ja, genau, wenn ja, wie werden sie dann damit umgehen? Wie wollen sie diesen Rückstand hier verarbeiten? Ist ja nicht das erste Mal, dass man gegen Northampton hinten ist. Aber es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass man gegen Northampton nicht hinten ist zur Halbzeit. Liverpool und Northampton hatte auch schon einige ganz brisante Spiele, wo auch alles möglich ist. Widdowson, das ist top gespielt. Widdowson! Hupa! Kriegt den Ball nicht. Leute, was war das denn? Da geht Widdowson in Weltklasse-Manier durch. Der soll Verteidiger sein am Arsch. Abseits, ja. Geht top durch. Und der Villa spielt auf Hooper. Und Hooper rechnet nicht damit scheinbar. Oder auf dem falschen Fuß erwischt. Keine Ahnung. Aber das hätte es 0-2 sein können. Und wenn man ehrlich ist, sein müssen. Wer zu zweit allein vom Torwart das Ding nicht mehr reinmacht. Ja, sorry. Dann weiß ich auch nicht mehr. Hornby. Ja, war ein bisschen ein bisschen Chaos. War das richtige Wort? War das Wort, was ich suche? Und der Pass war nicht gut. Das sollte sich jetzt nicht häufen in Halbzeit 2. Und da wird gerangelt und niemand kriegt den Ball. Was ist denn los? Was ist denn los? Wichtige Aktion. Halbzeit. Komm, jetzt pfeif weg. Pfeif ab. Meine Güte. Genau, es wird einfach nicht toleriert. Dieser Rassismus hier. Nur weil Loni schwarz ist. So, jetzt. Halbzeit 2. Ja, wie sehr werden die Fans das hier mitmachen? Wie sehr wird die Mannschaft das mitmachen? Was wird hier noch passieren? Es ist alles drin in diesem Spiel. Von Ausgleich bis 0-4 Endergebnis bis 4-1 für Liverpool. Es könnte einfach alles werden. So rein erfahrungsmäßig, rein spieltechnisch auch. Ich möchte nichts ausschließen an dieser Stelle. Loni, nein. Geht da eigentlich sogar fast mit der Hand hin. Gut, dass er den Ball nicht bekommt. Und jetzt ist dann Liverpool natürlich ganz, ganz achtsam. Vor allem abwehrtechnisch. Die wollen jetzt nichts mehr zulassen. Nase und so, ne? Die wollen jetzt nichts mehr zulassen. Und dann kam T. Loni. Nichols. Widdowson, Asiadi. Asaidi, Entschuldigung. Jetzt rennen sie sich gegenseitig über den Haufen. Nicht gut. Nichols. Gut geklärt. Der Gerechtversuch von mir wurde nicht mehr anerkannt. Und so gibt es eben nicht Einwurf, sondern Eckball. Deegan. Vorteil und Freistoß Northampton. Cuero Deegan. Ja, die Frage ist auch, wie gut werden sie es jetzt runterspielen können? Wird Northampton wieder zurückschrauben? Oder was heißt, wird Northampton zurückschrauben? Gehen sie ein bisschen defensiver rein, um ihr das Ergebnis zu sichern? Oder versuchen sie, das 0-2 zu machen? So, also wie man Northampton kennt, ist eigentlich nur letztere Antwort wirklich möglich. Aber der Fußball ist unberechenbar. Hashtag Deutschland-Brasilien. Dieses Spiel ist ja bei mir immer noch ein Tag her. Es ist ja immer noch diese Aufnahme. Und dann bleibt sowas einem natürlich noch mehr im Gedächtnis. Gavin jetzt. Den Gegenangriff einleiten. Schnell gemacht, Hooper. Und dann einmal zu viel gefintet, weil er überhaupt einmal gefintet hat. Die Flanke kam nicht und Hooper zahlt den Preis. Ballverlust. 25 Tore, er ist Ligaspitze. Wird auch ausgewechselt jetzt. Ja, okay, kann man machen. Muss man nicht unbedingt, aber wer möchte, bitte sehr. Ah ne, Moment, Loni ist gar nicht gegangen. Irgendwer anders ist gegangen. Hab mich verlesen, Entschuldigung. Freistoß, ja klar. Sicher, bestimmt. Nicht, dass ich mich beschweren würde.
Barrios, super. Auch ein ganz klassischer Wechsel. Mal schauen, ob Barrios hier nochmal frischen Wind reinbringen kann für die letzten 20 Minuten. Cuero. Sie versucht es immer über rechts in dieser Halbzeit bisher. Emerton. Rein das Ding. Und dann ist niemand da. Ja, die Kunst an der Flanke ist natürlich auch immer, überraschenderweise, den Mitspieler zu finden. Und das gelingt hier so gar nicht. Tosa steht sicher, holt das Ding. Holt die Kohlen oder holt die Kastanien oder sonst was aus dem Feuer. Vielleicht aber ein paar Brandblasen holt er sich auch. Aber Hauptsache, das Ding ist sicher. 18 Minuten. Nichols. Nichols geht nach. Und am Sprint übers halbe Feld hat er den Ball auch sicher. Collins. Aber der Pass war schlecht. Loni sogar im Abseits. Was? Boah, also. Ist ja mies. Asaidi geht und Sterling soll in der letzten Viertelstunde bei Liverpool nochmal so ein bisschen den Schalter umlegen im Kopf. Klar, frische Spieler können immer einen mentalen Schub geben. Aber tut er das auch? Man muss im Hinterkopf behalten, selbst wenn es unentschieden ausgehen sollte, Northampton wäre Tabellenführer. Das ist ja erstmal das erklärte Ziel. Klar, Punkte sammeln ist natürlich nicht schlecht im Hinblick auf die Restsaison, das ist ja klar. Aber ich glaube, keiner wird sich so unglaublich beschweren, wenn es jetzt ein 1-1 wäre am Ende oder so. Loni. Ja, da mit Minios lest Leistung und ja, mit Name und Klasse. Es war nicht damit zu rechnen, dass der wirklich gefährlich wird. Mignolet hat ihn ganz sauber entschärft. Foul, ja. Freistoß, Dani Pacheco. Rein das Ding, weg das Ding, weg das Ding. Ich sagte, weg das Ding. Und Allen setzt ihn nur knapp am Tor vorbei. Gefährlich, aber super reagiert vom Abwehrspieler, der da nicht mehr zugelassen hat. Ja, danke schön, dass ich auch mal einen Freistoß bekomme hier. Aus Gefühl von Gavin. Alles Zeit. Also Northampton spielt, macht so eine Mischung aus Angreifen und auch Runterspielen. Holt ihn nochmal den Einwurf raus. Das war top gemacht. Kannst du nichts gegen sagen. Cuero. Rein das Ding und niemand da. Harriet. Abseits und selbst wenn, ist egal. War sowieso im Aus. Die wahrscheinlich letzte Chance im Spiel für Liverpool. Was machen sie draus? 4 Minuten. Vielleicht die vorletzte Chance. Aber trotzdem, viel werden sie nicht mehr kriegen. Und auf Ende ist nach diesem Spiel höchstwahrscheinlich Tabellenführer immer noch. Mit einem Sieg natürlich noch eindrucksvoller als jetzt. Mit einem eventuellen Unentschieden bei einem möglichen Gegentreffer. Tosa. Oh, jetzt wird es nochmal brenzlig. Aber Tosa ist da. Das ist es. Sieg für Northampton. Vor Freude läuft Snedker erstmal ins eigene Netz. Schau uns das Ding nochmal an. Also hier, Mignolet. Ah, Mignolet hat heute top gehalten. Hat man immer wieder gesehen, aber irgendwann ist Loni eben da. Und dann, ja, dann machst du nichts, da ist das Ding im Kasten. So, aus der zweiten Halbzeit gibt es gar keine Chance mehr, sagt das Spiel. Okay, von mir aus. Man U hat heute nicht gespielt. Schauen wir gleich nochmal. Hull City ist der nächste Gegner vor der Winterpause. Aber die Pause... Man U hat verloren. Man U hat verloren. Ist... Wow. Also wir haben natürlich auch ein Spiel weniger als... Wir können 5 Punkte vor, 5 Punkte wegziehen zur Winterpause. Also es wäre, ich muss sagen, bemerkenswert. Ich freue mich auf das nächste Spiel. Das findet für mich nicht mehr heute statt, sondern irgendwann anders. Für euch ist es morgen. Northampton gegen Hull City. Wie weit kann man ausbauen?